im Pausenraum vor einigen Parts war das doch die Sache. Gut, können wir irgendwas gegen die Buntstifte eintauschen? Wahrscheinlich den Kaffee. Wir müssen erstmal einen Kaffee. Tja. Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so. Früher war ich der Hornissenmann. Ui. Okay. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Tja, da kann man nichts machen. Nein, das machen wir nicht. Das habe ich aus dem letzten Stream gelernt. Möchtest du diesen siffigen Becher vollschmalzen? Ich könnte, aber ich will nicht. Dafür braucht er erstmal ein heißes Getränk. Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Und wir brauchen den Kugelschreiber noch. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist. Und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Gut, das haben wir schon ausprobiert. Harvey, was sagst du zu ihm? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Nichts Ungewöhnliches. Aha. Aufs Papier kratzen können wir nicht. Nein, können wir nicht. Der Kuli ist super. Ich will nicht tauschen. Stimmt, Kulis sind super. Das ist also wirklich... Kulis kann man immer gebrauchen. Wachsstifte. Geschenkt. In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Kulis sind wirklich... Also Kugelschreiber sind wirklich die beste Erfindung. Also der Dekade des Jahrhunderts, des Jahrtausends. Also das ist Kugelschreiber. Das ist wirklich... Jeder Mann braucht einen Kugelschreiber und jede Frau. Was wäre ein Mann ohne Kugelschreiber? Ich nenne es Freiheit im Zickzackkurs. Sehr gut. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Gut, draufkürzen. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Na, du hast es gerade zerschnitten. Wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Verhunzen! Dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal einen Wachsstift. Und drauf. Platte wird die Leinwand nicht. Ach, schade. Ich dichte. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Das kommt mir bekannt vor. Verhunzen! Das haben wir schon. Meine Fußnägel sind bereits Kunst. Performance-Kunst. Das stimmt. Die wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Definitiv. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Das hatten wir schon zweimal. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Es gibt halt nicht für jedes, für jede Kombination eine eigene Sache. So, reden mit Leinwand. Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Tja. Können wir sie mitnehmen? Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Beides am besten. Dann müsste ich Minecraft spielen, aber... Ja. Oder Scribble.io. Am besten beides. Kreativ sein und... ein Computerspiel spielen, das wäre die genialste Version. Regal. Also die einzelnen Sachen können wir nicht anfassen, aber nur ein Regal. Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Gar nicht offensichtlich. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Sein Billy-Regal vor einer Geheimtür ist doch gar nicht verdächtig. Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Richtig. Minecraft-Stream morgen, habe ich gehört. Da musste ich verhört haben, Molly. Nee, Minecraft wird nicht gestreamt. Habe ich nicht auf dem PC.
Jo. Protoschläger mit Regal. Dieses Holz wurde bereits vermöbelt. Tja, da können wir wohl nichts machen. Ich stelle ihn einfach hier hin. Da stört er keinen. Wir stellen jetzt hier überall Becher an. Oh, jetzt haben wir ihn wirklich weggestellt. Jetzt müssen wir... Oh, scheiße. Jetzt haben wir den Becher weggestellt. Tja. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Hast du recht. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ja. Ansehen können wir es aber. Weiß und flach. Das muss Papier sein. Nein. Da sagst du was. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ja, ach, bitte. Nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Harvey ist nur ihr Fetisch. Was mit Generalschlüssel? Ui. Ui. Das gefällt mir tatsächlich. Ja. Mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Das stimmt. Also wir können den... Da steht ein Generalschlüssel mitten im Raum. Wir können den nicht nehmen. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Ja, das wäre ja zu einfach. Wenn wir uns jetzt einfach den Generalschlüssel nehmen könnten und durch die Vordertür rausspazieren würden. Das würde ja nicht gehen. Das wäre ja unmöglich. Gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier müssen wir später nochmal herkommen. So, hier zur Tür. Hier geht's weiter. Oh, der Barmann und Peter. Die Bar der Irrenanstalt. Hier kommen wir auch noch weiter. Hier geht's scheinbar auch noch weiter zurück. Lassen wir aber erstmal den Poké. Nein, lassen wir nicht den Poké reden. Das habe ich gelernt aus dem letzten Raum. Der spoilert zu viel. Erstmal hier mit allen Leuten reden. Barmann, einen Drink bitte. Geduld dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Ja, ja, ist ja gut. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Das würde ich mir niemals erträumen lassen. Hallo, Peter. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Das ist ganz fies gewohnt. So schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Ja. Warum diese Feindlichkeit gegenüber Peter? Ich kenne, wen der heißt, Peter. Ein alter Freund aus meiner Kindheit. Peter, er sei gegrüßt, wenn er das hier sehen sollte. Irgendwann die Aufzeichnung davon im Haus. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Ja, der Wäschelift. Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Gut. Fragen wir immer nach seinem... Ja, wie es ihm geht. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Happy Tag. Happy Birthday. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Morty spürt gerade, dass ein Peter mit einem sehr großen YouTube sehr wütend wird. Jo.
Na dann, ich könnte dich aufmuntern. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuchen was. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Oh, das glaube ich nicht. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Mich aufmuntern. Ach ja, genau. Okay. Gut, wir wollen ihn aufmuntern. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Warum immer so freundlich, Edna? Das ist übermäßig freundlich jetzt hier auf einmal. Das ist man von dir gar nicht gewohnt, dass du so freundlich bist. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Woher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Ich sag gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Jung. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Schön. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Ach was. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Das hört man doch immer wieder gerne. Dass du existierst. Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Gott. Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Puff. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Was willst du damit sagen, Edna? Ja, dann geben wir's für auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Tja, der Peter ist ein wenig depressiv. Ein wenig. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da ich bin weiß ich nicht. Gut, mit dem Barmann können wir nach wie vor nicht reden, oder? Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Juti. Den Barmann benutzen. Barmann, einen Drink bitte. Ach, das hatten wir schon. Gedulde dich. Ja, ist gut. Aber der hat doch... Sag mir nicht... Ich habe gelernt, wie man Dialoge überspringen kann. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Schade. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Peter ansehen. Er wirkt äußerst deprimiert. Ach was. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Och nö, das sieht doch ganz nett aus.
Neonschild. Das ist so 80er. Tja, sowas von, das ist ja, das ist sowas von 1987. Was?